Der gescheite Hans und die dicke Trine. Ihr habt sicher schon eine alte Karte mit Strohdach draußen auf dem Lande gesehen. Die Wände sind schief, die Fenster niedrig. Ja, es gibt nur ein einziges, das man öffnen kann. Der Backofen ist wie ein kleiner, dicker Bauch an das Häuschen angebaut. Und der Fliederbusch hängt über den wackeligen Zaun. Darunter ist eine kleine Wasserpfütze, in der eine winzige Ente herumplatscht. Ja, und dann ist noch ein Kettenhund an der Haustür angebunden, der alle und jeden anbellt. In so einer Karte wohnte eine arme Witwe mit ihrem Sohn Hans. Was hatte die Frau für Plage mit ihm? Ey, Hans, hilf mir doch ein bisschen. Oh. Ja, ich werde alt und älter und du sitzt immer nur herum und hältst Maul auf dem Pfeil. So kann ein Mensch ja auch nichts lernen, wenn er immer nur hinterm warmen Ofen sitzt oder sich in der Sonne regelt. Ach, liebe Mutter, ich entbehre nichts. Sieh, die Vöglein unter dem Himmel, sie sehen nicht, sie ernten nicht. Ach, babalabab. Ich habe einfach keine Lust mehr, dich länger zu füttern. Entweder du suchst dir Arbeit oder du wirst Hunger leiden. Hunger leiden? Nein, liebe Mutter, Hunger leiden will ich nie und nimmer. Da finde ich schon eine bessere Lösung. Adieu, Mutter. Ach, aber wo willst du hin, Hans? Arbeit suchen ins Dorf. Pfeifend ging Hans davon, dem nahen Dörfchen zu. Er kam aber nur bis zur dicken Trine, die auf der Wiese saß und Gänse hütete. Ihr klagte er erst einmal sein Leid. Und sie tröstete ihn. Ach was, arbeiten. Komm, setz dich ein bisschen zu mir. Ich schenke dir einen Taler, das ist genug für heute. Oh, fein, dicke Trine, vielen Dank. Du bist ein gutes Mädchen. Wie warm die Sonne scheint. Du hast dir ein feines Plätzchen ausgesucht. Hier ist gut sein. Als Hans bei Sonnenuntergang nach Hause kam, saß seine Mutter wartend auf der kleinen wackeligen Bank neben der Haustür. Der Kettenhund rasselte mit seiner Kette und sprang ihm bellend entgegen und auch die kleine Ente kam angewatschelt. Guten Abend, Hans, mein Fleißiger. Nun, was hast du verdient? Noch gar nichts, aber die dicke Trine hat mir einen Taler geschenkt. Und wo hast du ihn? Ach, ich hatte ihn in der Hand. Doch als ich auf der Brücke dem Fluss nachguckte, ist er mir in die Strömung gefallen. Warum hast du das Geldstück nicht in die Tasche gesteckt, du Träumer? Tja, ja, Mutter. Das nächste Mal mache ich's besser. Am nächsten Morgen rummelte Hans schon ganz früh herum. Zur großen Verwunderung seiner Mutter. Du bist schon auf, Hans? Ja. Wo willst du hin? Ins Dorf, Arbeit suchen. Ei, das lobe ich mir. Ich werde dir heute Abend auch einen goldgelben Eierkuchen backen mit Äpfeln. Den isst du doch so gern, eh? Pfeifend marschierte Hans dem Dörflein zu. Aber er kam wieder nur bis zur dicken Trine, die heute auf der Wiese eine dicke Kuh hütete. Guten Morgen, dicke Trine. Hallo, guten Morgen, Hans. Komm, leiste mir ein bisschen Gesellschaft. Ich schenke dir auch einen Topf Buttermilch. Auf fein, dicke Trine. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Du bist ja eine Liebe. Am Abend saß seine Mutter wieder wartend auf der kleinen Bank. Der Hund zerrte bellend an der Kette und die kleine Ente kam aus ihrer Wasserpfütze heraus, ihm entgegengewatschelt. Es duftete wunderbar nach Eierkuchen mit Äpfeln. Guten Abend, Hans, mein Fleißiger. Nun, was hast du verdient? Ach, gar nichts. Die dicke Trine hat mir einen Topf Buttermilch geschenkt. Und
wo ist die Buttermilch? Ach, ich habe den Topf mit der Buttermilch in meine weite Hosentasche gestellt und nun ist der Topf leer. Herrje, hat man sowas schon gehört? Du bist wohl nicht ganz gescheit, Hans. Warum hast du den Topf nicht auf den Kopf gestellt? Ja, Mutter. Das nächste Mal mache ich's besser. Am nächsten Morgen, der erste Sonnenstrahl huschte gerade über die alte Karte, war Hans schon aus den Federn. Seine Mutter kam aus dem Staunen nicht heraus. Hans, mein Junge, so kenne ich dich ja gar nicht. Was willst du denn schon in dieser Herrgottsfrühe? Wo willst du hin? Ins Dorf, Arbeit suchen. Ach, mein Guter. Du kriegst auch ganz leckere Bratkartoffeln zum Abendbrot. Himmlisch knusprig, wie du sie so gern magst. Auf fein, Mutter. Adieu. Hi, ist das ein schöner Morgen. Hasi da? Die dicke Trine sitzt auch schon auf der Weide. Natürlich in der Sonne. Die hat ein Leben. Was hütet sie denn heute? Ah, ein Schaf. Und ein kleines Lämmchen. Hey, guten Morgen, dicke Trine. Hallo, Hans. Guten Morgen. Komm, setz dich zu mir. Es ist uns einfach zu langweilig. Ja. Ich schenk dir auch das kleine Lämmchen. Oh, du verwöhnst mich ja über alle Maßen, dicke Trine. Oh, was ist das für ein tolles Wetter. Hier ist's gut sein, das lasse ich mir gefallen. Und wieder saß seine Mutter in der Abendsonne auf der kleinen wackligen Bank und der Hund zerrte bellend an der Kette und das Entlein schnatterte ihm lustig entgegen und es duftete lieblich nach knusprigen Bratkartoffeln mit Speck. Guten Abend, Hans. Oh, wie fleißig du bist. Nun, was hast du verdient? Gar nichts, Mutter. Die dicke Trine hat mir ein kleines Lämpchen geschenkt. Und wo ist das Lämpchen? Ach, ich habe es auf den Kopf gesetzt. Da hat es mir mit seinen Pfoten Sand in die Augen gestreut. Ich hatte zu tun, den Sand aus den Augen zu reiben. Da ist das Lämpchen heruntergesprungen und davongelaufen. Ich war ja ganz blind von dem Sand. Du armer Tropf. Warum hast du das Lämpchen nicht an die Leine genommen? Ja, Mutter. Das nächste Mal mache ich's besser. Der Himmel leuchtete glutrot, die Sonne war noch gar nicht aufgegangen, da knallte schon die Haustür. Hey, Hans, mein Junge, du hast ja noch gar nicht gefrühstückt. Wo willst du nur hin? Zur Arbeit ins Dorf. Trines Eltern schlachten heute ein Schwein. Da muss ich helfen. Mach's gut, Hans. Ah, guten Morgen, dicke Trine. Du erwartest mich schon am Hoftor. Hallo, Hans. Bist aber spät dran. Wir sind schon beim Schlachten. Ich habe Feuer im Herd gemacht und dir den bequemsten Stuhl hingestellt. Da kannst du schüren und das Feuer immer in Gang halten. Es darf nicht ausgehen. Kriegst auch eine schöne Scheibe Speck für die Arbeit. Ja. Wer arbeitet, soll auch gut essen. Lang nur tüchtig zu. Du bist Gold wert, dicke Trine. Mahlzeit. Ah, so hab ich's gern, das schmeckt. Oje, war das ein anstrengender Tag. Hans schwitzte von der Wärme des Feuers und des guten Essens, das ihm die dicke Trine den ganzen Tag servierte. Mal Brühe, mal Wurst, mal Wellfleisch mit Sauerkraut. Da weiß man, was man getan hat. Und als er nun früher nach Hause kam, als an den vorherigen Tagen,
lief seine Mutter verschreckt aus der Haustür. Oh, Hans, so früh? Ist dir nicht gut? Hast du nichts verdient? Doch, doch, Mutter. Eine dicke Seite Speck habe ich verdient. Und wo ist der Speck? Ich habe den Speck an die Leine gebunden. Da sind die Mäuse und Hunde hinter mir hergelaufen. Und plötzlich war der Speck weg. Oh. Gegen Dummheit ist wohl noch kein Kraut gewachsen. Warum hast du den Speck nicht unter den Arm genommen? Tja, tja, Mutter. Morgen mache ich's richtig. Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als Hans immer noch schlief. Seine Mutter konnte ihn auch mit Rütteln und Schütteln kaum wecken. Lass mich doch schlafen, Mutter. Es war gestern einfach zu anstrengend. Das warme Feuer, das gute Essen, die viele Arbeit. Also mir langt's. Wer kommt denn da auf unser Haus zu? Ist das nicht die dicke Trine mit ihren beiden Ziegen? Ey, Hans, aufwachen! Och, der arme Fleißige schläft wie ein Murmeltier. Oh nein, diese Aufregung. Och, da muss ich wohl schnell selbst nachsehen, was sie wohl will. Fieps, bist du wohl still? Das ist doch die dicke Trine. Guten Morgen, dicke Trine. Führt dich dein Weg auch mal bei uns vorbei? Ach, ich gehe nur ein bisschen mit meinen beiden Ziegen spazieren. Auf der Weide ist es heute einfach zu heiß. Aha, der Hans schläft wohl noch. Ja, ja, das war eine Anstrengung gestern. Ich bin auch noch ganz durcheinander. Ich finde gar keine Ruhe. Ich wollte dem Hans nur eine von meinen beiden Ziegen schenken. Die schöne Ziege? Mhm. Oh, dicke Trine, wird der Hans Augen machen? Und ob der Hans Augen machte, als er sich am Nachmittag endlich von seinem Schlaf erhob und von seiner Mutter hörte, was inzwischen vorgefallen war. Immer wieder guckte er die schöne Ziege an und schüttelte bedenklich mit dem Kopf. So, so. Die dicke Trine war hier. Mhm. Und hat mir die schöne Ziege geschenkt. Mhm. So, so. Ein gutes Mädchen. Hm. Na, für mich aber ist diese Ziege doch nur ein mühseliges Geschäft. Aber Hans, wir haben nun jeden Tag frische Milch und Quark und keine Sorgen mehr. Ja. Oh, die schöne, schöne ja, aber, Ziege. Aber wenn ich mir vorstelle, Jahr aus, Jahr ein soll ich nun jeden Tag die Ziege hüten. Aufpassen, dass sie keine jungen Bäume beschädigt, auf fremdes Feld läuft. Mühsam, mühsam. Und Trine geht es mit ihrer Ziege ebenso. Halt, Mutter. Ich hab's. Jetzt mach ich's aber richtig. Wo willst du so aufgeregt hin, Hans? Ins Dorf, Mutter. Die dicke Trine unter den Arm nehmen und heiraten. Ach, das ist aber eine gescheite Idee. Da können sie zusammen ihre beiden Ziegen hüten. Ja, ja, gleich und gleich gesellt sich gern. So wurde die dicke Trine Hansens Frau. Sie lebten sehr glücklich, hüteten zusammen ihre beiden Ziegen, bis Hans eines Tages wieder eine gescheite Idee hatte. Ach, dicke Trine, warum lassen wir uns eigentlich das Leben schwer machen von diesen beiden Ziegen? Jeden Tag müssen wir sie nun hüten und unsere besten Jahre verkümmern dabei. Wäre es nicht besser,
Wir geben die beiden Ziegen, die uns jeden Morgen mit ihrem ewigen Gemecker so früh aus den Federn treiben, uns im schönsten Schlaf stören, unserem Nachbarn, der gibt uns einen Bienenstock dafür. Ich habe schon alles geregelt. Oh ja, mein lieber Hans, du bist wirklich sehr gescheit. Pass auf, dicke Trine. Den Bienenstock stellen wir an einen sonnigen Platz hinter unsere Hütte und kümmern uns nicht weiter darum. Die Bienen fliegen aus, die Bienen fliegen ein. Ja, sie finden den Weg von selbst nach Haus und sammeln uns den süßen, süßen Honig. Oh, was für einen gescheiten Mann ich habe. Ja. Einen Lebenskünstler. Und wir können sparen. Wir brauchen immer erst mittags aufzustehen. Wer früh aufsteht, sein Gut verzehrt. Oh ja, oh ja. Der Nachbar gab für die beiden prächtigen Ziegen gern den Bienenstock. Die fleißigen Bienen flogen unermüdlich vom frühen Morgen bis zum späten Abend aus und ein. Sie füllten Hans und der dicken Trine, die keinen Tag vor Mittag aufstanden, den Bienenstock mit leckerem Blütenhonig. Im Herbst konnte Hans einen ganzen Krug voll davon herausnehmen. Ah, der süße, goldgelbe Honig. Wie lecker. Lass das naschen, dicke Trine. Du wirst sonst zu dick. Und wenn schon. Ah, wie der schmeckt. Ja, ja. Weiber lieben nun einmal die Süßigkeiten. Wir werden den Topf ein bisschen hochstellen müssen. Oh, bitte, Hans. Stell den Krug doch nicht zu hoch. Dann muss ich ja immer erst auf den Stuhl klettern, wenn wir Honig gebrauchen. Und wenn ich dann vom Stuhl falle? Stimmt, dicke Trine. Ist's nicht vielleicht gescheiter, wir tauschen den Krug Honig gegen eine Gans und ein Gänslein ein, bevor er von dir allein ausgeschleckt wird? Aber nicht eher, als bis wir ein Kind haben, das Gans und Gänslein hütet. Meinst du, dicke Trine, dass Kinder heute noch gern Gänse hüten? Heutzutage gehorchen die Kinder den Eltern doch nicht mehr. Die sind ja viel klüger. Ach, wieso? Dann kriegt es halt eins mit dem Stock. So, so. Oh, oh, der schöne Krug. Der süße, goldene Honig. So, so. Da liegen nun unsere Gans und unser Gänslein und brauchen nicht mehr gehütet zu werden. Die Sorge sind wir los. Ach, weine nur nicht so, dicke Trine. Denk doch nur, welch großes Glück, dass mir der schwere Krug nicht auf den Kopf gefallen ist. Stell dir das mal vor. Ja, ja, wir haben allen Grund, unserem Schicksal dankbar zu sein. Ach ja, du hast recht. Ha? Du findest halt in allem immer noch ein bisschen Gutes, mein gescheiter Hans. Wenn ich dich nicht hätte. Ah, oh, sieh doch, Hans. Dort in dem großen Scherben. Da ist doch Honig. Süßer, goldener Honig. Den wollen wir noch schnell aufschlecken, ja? Oh ja, dicke Trine. Nur langsam, langsam, nicht so gierig. Aber dann wollen wir uns nach dem gehabten Schrecken noch ein wenig ausruhen, ja? Der Tag ist sowieso noch lang genug. War der Honig lecker. Aber du hast recht, Hans. Der Tag ist sowieso noch lang genug. Ja. Man kommt immer noch zur rechten Zeit. Weißt du, dicke Trine, die Schnecke war einmal zur Hochzeit eingeladen. Sie machte sich auf den Weg, kam aber erst bei der Kindtaufe an. Vor dem Haus stürzte sie noch über einen Zaunpfahl und sagte, Eilen tut nicht gut. Oh, diese lästige Biene mit ihrem Gebrumme. Die dicke Trine schlief schon selig,
Und bald störte auch den gescheiten Hans das Bienlein nicht mehr. Die kleine Biene aber flog bald durch das offene Fenster in den strahlenden Tag und dachte wohl bei sich, sind die heut wieder faul. Ja, ja, gleich und gleich gesellt sich gern.